Hola, meine festlichen Bärchen. Ich bin's, euer René. Willkommen auf dem Kanal Wissen to Know. Heute möchte ich euch die Geschichte von Weihnachten etwas näher bringen. Welche anderen Feste zu dieser Zeit so gefeiert werden und euch erzählen, was man vor Weihnachten gefeiert hat. Es geht also um ein christliches Fest und um andere Kulturen und Religionen. Die nächsten 3 Tage werde ich jeweils ein Video um und über das Fest der Liebe rausbringen. Also viel Spaß im Video. Let it snow! Warum feiern wir Weihnachten? Wie die meisten von uns wissen, ist nach christlichem Glauben die Geburt Jesu der ausschlaggebende Grund dafür. Vielmehr kann man auch zu diesem Fakt nicht sagen. Josef und die sogenannte Jungfrau Maria, welche Gottes Sohn im übertragenen Sinne seinen Samen in sich trug, machten sich auf nach Bethlehem. Da der gute Kaiser Augustus meinte, Jo, zählt mal meine Untertanen, ich wüsste gern in Zahlen, wie mächtig ich wirklich bin. Dafür mussten alle Familien in den Heimatort des Mannes. Da Maria allerdings hochschwanger und kurz vor der Geburt ihres Sohnes stehend die Fruchtblase platzte, mussten die beiden in einer Scheune Halt machen. An diesem Tag, den 25. Dezember, ist Jesus geboren. Deswegen feiern wir diesen Tag. Ob das alles so stimmt, sei mal dahingestellt. So sagt es zumindest die Geschichte. Heute, nach über 2000 Jahren, feiern wir den Tag noch immer als Weihnachten. Es ist das Fest der Liebe und des Zusammenseins. Überwiegend wird Weihnachten in westlichen Ländern, wie den meisten Ländern Europas, Japan, China, Australien, Nord- und Mittelamerika gefeiert. In anderen Kulturen und Glauben feiert man auch teilweise andere Feste. Bei Menschen jüdischen Glaubens wird zum Beispiel Chanukka gefeiert. Beim Chanukka geht es um 3 wichtige Ereignisse der Vergangenheit. Die Befreiung aus der hellenistischen Herrschaft, um die 2. Weihe des Turms in Jerusalem und um ein Lichtwunder, welches 8 Tage anhielt. Aus dem Grund geht Chanukka auch 8 Tage lang. Obwohl es ein Feiertag ist, gibt es in Israel kein Frei von der Arbeit. Auch und gerade, weil nur morgens und abends gefeiert wird. Da hat man tagsüber ja Zeit. Fairerweise ist Israel allgemein ein Land mit wenigen freien Tagen im Jahr. Im Islam gibt es historisch gesehen zu dieser Zeit des Jahres kein großes Fest. Daher gibt es Muslime, die Weihnachten bzw. die Festtage dennoch zelebrieren. Besonders wenn diese in westlichen Ländern wie Deutschland leben. Ein vergleichbares Fest im Islam wäre meiner Meinung nach Maulid an-Nabi. An diesem Tag wird die Geburt des Propheten Mohammed gefeiert. Maulid, türkisch Mevlid, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, noch ob die türkische Schreibart eine andere Aussprache hat oder nicht. Allahs Gesandter kam im Jahr des Elefanten am 12. Tag des Monats Rabi al-Awwal auf die Welt. Dies entspricht dem 20. April 571 nach Christus. Die Straße, in der das Geburtshaus Mohammeds liegt, das sich östlich der Kaaba im saudi-arabischen Mekka beim Hügel Safa befindet, wird Maulidstraße genannt. Man feiert diesen Tag immer am 12. Tag nach Rabi al-Awwal, aufbauend auf den islamischen Kalender. Also ist dieser Tag wie bei Ostern jedes Jahr immer in einem bestimmten Zeitraum, aber nie an einen festen Tag gebunden. Auch in Indien wird Weihnachten gefeiert, obwohl nur ca. 2,3% der indischen Bevölkerung Christen sind, was knapp 18 Millionen der Menschen ergibt, ist Weihnachten ein gesetzlicher Feiertag. Hier nennen sie es Badadin, was der große Tag heißt. Ehrlich gesagt hat mich dieser Fakt geschockt. Aus meiner Sicht ist das ein verdammt offener Umgang mit anderen Glauben und Kulturen, die es da in Indien gibt. Und hierzulande wollen wir, dass man sich doch gefälligst unserer Kultur unterwirft. Ja, moin. Dennoch feiern die meisten Menschen in Indien kein Weihnachten, einfach weil der größte Bevölkerungsanteil Hindus sind. Im Hinduismus wird im November das Lichterfest Diwali gefeiert. Dieses Fest geht 4 Tage lang. Den Namen nehmen sie dabei sehr wörtlich, daher stehen überall Öllampen und Kerzen in Fenstern und auf Dächern. In den skandinavischen Ländern feiern die Menschen auch Weihnachten. Allerdings heißt es da noch, wie in den alten Zeiten der Wikinger, Julfest. Dabei gibt es auch beim Namen je nach Land eine andere Schreib- und Aussprachart. In Schweden, Norwegen und Dänemark ist es das Julfest. In Island nennt man es Jöll. In Finnland ist es Joulu. In Estland Jolut.
In den Niederlanden Joël und selbst in Deutschland bei den Friesen gibt es Jül oder Jöl. Es ist zwar mittlerweile Weihnachten und es wird die Geburt Jesu gefeiert, seinen Ursprung hat es allerdings im Fest zur Wintersonnenwende. Da stellt man auch mal eine Ziege aus Stroh aufs Dach, der gute alte Julbock. Der Julbock steht für die Fruchtbarkeit der Erde. Übersetzt würde man sowas wie Getreidebock sagen. Er kommt aus dem germanischen Glauben und dient als Vergleich zum Gott Thor. Hier kommt auch der Brauch der Weihnachtsbaums her. In guter christlicher Manier nahm man etwas von anderen, drückte sein Siegel drauf und tat so, als gehörte es einem selber. Die Wintersonnenwende wurde auch schon um einiges früher gefeiert. Die meisten Religionen taten dies schon sehr lange, gerade die, welche einen Sonnengott hatten. Im Norden war es Sol, im alten Ägypten war es Ra, bei den Ägyptern fand man auch mit die ersten Verweise auf ein solches Fest. Auch die Römer feierten die Wintersonnenwende, durch das Fest der Saturnalien. Diese fingen schon früh am 17. Dezember an und dauerte eine Woche lang. Das Wort Weihnachten stammt aus dem Mittelhochdeutschen, Cedivinnachten oder Cedivinnatten, in den geweihten Nächten, und taucht zum ersten Mal 1170 beim bayerischen Spruchdichter Speervogel auf. Zunächst ist es wohl nur die Übersetzung des lateinischen Nox Sancta, zu Deutsch Heilige Nacht. Der überlieferte Spruch von Speervogel lautet: Er ist gewaltig und stark, der Cedivinnat geboren ward. Das ist der Heilige Christ, ja lobt ihn alles, dass der ist. Nie wann der Tiefel eine, dosin den großen Übermut, so ward ihm die helle zuteile. Übersetzt ist es: Gewaltig ist er und ist stark, der zu Weihnacht geboren ward. Das ist der Heilige Christ, es lobt ihn, was erschaffen ist. Allein der Teufel nicht, dem ward für seinen Übermut zu Straf zuteil der Hölle hart Gericht. Zitiert nach Ingeborg Weber, Kellermann. Zusammenfassend können wir sagen, viele Kulturen und Glauben feiern Weihnachten oder ein ähnliches Fest, nur nicht immer im Dezember, so wie die Christen. Da könnte man noch die orthodoxen Christen erwähnen, bei denen ist Weihnachten vom 6. bis zum 9. Januar. Es wird zwar noch nicht immer Weihnachten gefeiert, dennoch gibt es Feste zu dieser Jahreszeit schon um einiges länger. Spielt alles ja auch keine Rolle, egal wie du es nennst oder wann du feierst. Weihnachten ist doch das Fest der Nächstenliebe und des Miteinanderseins. Und das ist am wichtigsten meiner Meinung nach. Es würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und zum festlichen Anlass den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts und mir bedeutet es echt viel. Wenn ihr die Glocke klingelt, dann verpasst ihr auch die nächsten Weihnachtsvideos nicht. Vielen Dank. Also kläche meine feiernden Bärchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Am 1. und 2. Weihnachtstag kommen auch Videos. Da geht es dann unter anderem um Bräuche zur Weihnachtszeit und wo der Ursprung liegt. Schaltet also auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch ein schönes Fest und eine schöne Zeit mit euren Liebsten. Adios!